Ja, herzlich willkommen zurück zu den fortgeschrittenen Konzepten der Funktionalanalysis. Heute mit Kapitel 1.4 und der Erzeugung lokal konvexer Räume oder auch der Erzeugung lokal konvexer Topologien. So, wir möchten anfangen, indem wir nochmal ein bisschen was wiederholen, nämlich konkret, was eine Halbnorm ist. Und dann wollen wir uns anschauen, was können denn Halbnormen für schöne Eigenschaften haben? Und insbesondere wollen wir ein wichtiges Funktional kennenlernen in diesem Video, das im Laufe des Kurses und im Laufe auch gerade dieses Abschnittes eine sehr exponierte Rolle einnehmen wird. Wir fangen also einfach mal an mit der Definition 141. Also wie gesagt, wir fangen ganz einfach an. Wir nehmen uns einen Vektorraum E, der muss jetzt kein topologischer Vektorraum sein. Und wir nehmen uns eine Abbildung P von E nach R, also irgendein Funktional, in die reellen Zahlen. Ja, das ist wichtig, weil sonst ergibt gleich die erste Definition keinen Sinn, wenn wir da komplexwertige Funktionale zulassen. Also P heißt eine Halbnorm. Das ist jetzt ein wiederholender Begriff aus der GFA. Also P heißt Halbnorm auf E. Wenn gilt. Da müssen zwei Sachen gelten. Erstmal muss die Homogenität klar sein, H1. Das heißt, wenn ich P von Alpha x nehme, dann soll das das gleiche sein wie der Betrag von Alpha mal P von x. Das Ganze für alle x aus E und für alle Alpha aus K. Und dann wollen wir haben, dass das Ding ein sublinear ist. Das heißt, P von x plus y, das soll kleiner sein als P von x plus P von y für alle x, y in E. Ne, diese Begrifflichkeit kennen wir aus der GFA im Kontext vom Lemma von Zorn und darauf aufbauend dann vom Satz von Hahn Banach. So, und jetzt nehmen wir uns mal so eine ganze Familie von Halbnormen. Also eine Familie P von Halbnormen auf E. Und diese Familie nennen wir jetzt punktetrennend. Oder punktetrennend auf E, wenn es zu jedem Punkt x aus E, das nicht der Nullpunkt ist, da können wir nicht viel machen, wie wir gleich sehen werden, wenn es dazu eine Halbnorm gibt, ein P in P, sodass P von x auch nicht 0 ist. Ja, jetzt ist klar, warum wir x ungleich 0 da hinschreiben, weil so ein P ist eine Halbnorm, das heißt, wenn ich P von 0 da einsetze, kommt auch 0 raus. Das ist, werden wir gleich nochmal als Satz festhalten. Aber das ergibt dann hier in dieser Definition halt Sinn, so wie es geschehen ist. Das ist punktetrennend. Und dann wollen wir noch ein spezielles Funktional definieren. Und zwar nehmen wir mal eine Menge A Teilmenge E absorbierend. Und dann definieren wir zu dieser Menge ein Funktional μ a, und zwar von x. Das heißt, das a ist sozusagen der Parameter dieses Funktionals, wenn man so möchte, und das x läuft durch e. Also wir wollen ja hier irgendwie dann auch so ein Funktional von e nach r haben. Und zwar ist das jetzt gerade, Entschuldigung, das x läuft durch reelle Zahlen. Siehe gleich die Definition, ich bin halt in der Zeile verrutscht. Das soll das Infimum sein aller t größer 0, sodass x noch in ta ist. Oder anders geschrieben, das Infimum über t größer 0, sodass t hoch minus 1 x in a ist. Also es ist sozusagen das kleinste t, sodass ich das x durch t mal a einfange. Ja, und das ist wohl definiert, weil die Menge absorbierend ist, sonst muss es so ein Ding ja gar nicht geben. Na, erstmal heißt das Ding hier 1,16. Damit gilt dann sofort 0
kleiner gleich mu a von x kleiner als unendlich. Nur unendlich kann auch nicht vorkommen, weil es eben absorbierend ist. Und mu a heißt das sogenannte Minkowski-Funktional von a. Das ist also sozusagen ein Maß der Beschränktheit, wenn man so möchte. Denn wenn wir eine beschränkte Menge haben, dann kann ich das ja immer auf diese Art und Weise irgendwie einfangen. Und ja, das skaliert sozusagen diese Beschränktheit ein bisschen durch. Und das Ganze ist halt eben wohl definiert, solange ich eine absorbierende Menge damit reinstecke. So, wofür braucht man jetzt diesen ganzen Gedöns mit den Halbnormfamilien und punktetrennend und das Minkowski-Funktional? Ja, zunächst mal wollen wir dazu jetzt einige Eigenschaften zeigen, die dann darauf hinführen, dass wir durch eine punktetrennende Familie von Halbnormen in einem gewissen Sinne einen lokalkonvexen topologischen Vektorraum erzeugen können. Und dass das auch im Wesentlichen die einzige Variante ist, dies zu tun. Ja, also das heißt, auf diese Art und Weise kriegen wir sozusagen topologische Vektorräume, die lokalkonvex sind, genauer charakterisiert. Und das ist gerade das, was wir hier haben wollen, wenn man so möchte. Und wir fangen mit einer ganz kurzen Bemerkung noch an, respektive wir hören in diesem Video damit auf. Bemerkung 1.4.2. Diese lokalkonvexen topologischen Vektorräume, die liefern ja nämlich gerade den Rahmen, den wir begrifflich brauchen, um damit dann weiterarbeiten zu können. Also die Bemerkung sagt jetzt Folgendes: Wir hatten den Satz 1.2.19. Der sagte geradeaus, jede Nullumgebung ist absorbierend und jede absorbierende Menge enthält die Null. Ja, und damit ist nochmal irgendwie gerechtfertigt, warum uns absorbierende Mengen interessieren. Denn zum einen wissen wir, über Nullumgebungen ist die Topologie eindeutig festgelegt auf so einem topologischen Vektorraum. Und jede Nullumgebung ist absorbierend. Und für absorbierende Mengen sind ja wiederum die Minkowski-Funktionale wohl definiert. Das heißt, insbesondere ist für jede Nullumgebung das Minkowski-Funktional definiert. Und damit können wir dann wiederum die Theorie vorantreiben. Und das wollen wir dann in den nächsten Videos auch tun. So, als erstes wollen wir jetzt mal ein paar Eigenschaften von Halbnormen sammeln. Das ist Satz 1, 4, 3. Das ist jetzt erstmal eine wenig spannende Sammlung von relativ klaren Eigenschaften, die aber einmal alle bewiesen werden müssen und die wir aber auch immer mal wieder benutzen werden. Und zwar nehmen wir uns jetzt einen Vektorraum E und wir nehmen uns eine Halbnorm P eben auf E. Und dann gelten folgende Aussagen, nämlich a, p von 0 ist gleich 0, das habe ich gerade schon mal erwähnt, b, der Betrag p von x minus p von y, das ist kleiner gleich als p von x minus y, für alle x, y aus e, das ist auch relativ offensichtlich, p von x ist immer größer gleich 0, d, n gleich die Menge aller x aus e, sodass p von x gleich 0 ist. Das ist ein Unterraum von e. Und die Menge b gleich alle x in e, sodass p von x kleiner als 1 ist, die ist absolut konvex in E, absorbierend und es gilt, und das ist das eigentlich Interessante, das Minkowski-Funktional von B ist gerade gleich unserer Halbnorm P, punktweise interpretiert, ne? Wie immer bei Funktionsgleichheiten in dieser Art und Weise. Ne? Wir haben μ B gleich P punktweise, weil anders ergibt es ja keinen Sinn. Ja, und der Beweis ist ja unterschiedlich schwierig.
Und da möchte ich jetzt auch nicht alle Details erschöpfend behandeln, aber das meiste davon kann man sich ziemlich einfach denken. Also A, P von 0 gleich 0, das ist gerade H1 mit Alpha gleich 0 aufgeschrieben, ne? Und das rechtfertigt jetzt im Nachhinein sozusagen nochmal, dass wir bei der Punktetrennung auch wirklich für x ungleich 0 hingeschrieben haben, weil x gleich 0, da haben wir keine Chance, dass die Halbnorm nicht 0 wird. Ne? Das wäre überhaupt nicht sinnvoll. B, ja, ist eine einfache Fallunterscheidung, die Dreiecksungleichung, also H2 plus Fallunterscheidung. Damit man den Betrag vernünftig ausgelöst kriegt, das ist also auch nichts Dramatisches. Möchte ich jetzt auch nicht großartig mehr zu machen. Und C ist letzten Endes auch nichts anderes als eine spezielle Folgerung aus B. Denn C folgt einfach aus B und der Tatsache, wenn ich y gleich 0 setze. Ne? Weil was passiert dann? Na, dann habe ich hier p von x minus 0, weil p von 0 ist ja 0. Also steht Betrag p von x ist kleiner gleich p von x. Naja, und das heißt, p von x ist größer gleich 0, weil natürlich der Betrag von p von x größer gleich 0 ist. Ne? Also da passiert nichts. Das heißt, spannend ist eigentlich d und e und viel zu zeigen ist eigentlich nur bei e. Also D ist auch noch verhältnismäßig handzahm, E ist ein bisschen technisch. Also jetzt nehmen wir uns mal XY aus der Menge N und wir nehmen uns Alpha Beta aus dem Körper. Jetzt wollen wir zeigen, dass es ein Unterraum ist. Dann müssen wir einfach nur ausrechnen P von Alpha X plus Beta Y. Eigentlich reicht auch P von Alpha X plus Y, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Dann haben wir ja die Sublinearität, also es ist kleiner gleich P von Alpha X plus p von Beta x, oh. P von Beta y, Entschuldigung, nicht Beta x. Naja, das ist aber durch die Homogenität Betrag Alpha p von x plus Betrag Beta p von y und x und y waren ja in n, also ist das 0. Ja, das heißt, weil das kleiner gleich 0 ist und die Halbnorm generell größer gleich 0 ist, heißt das, P von Alpha x plus Beta y, also hier geht quasi c ein, ist gleich 0 und das heißt natürlich dann nichts anderes als dass Alpha x plus Beta y auch in n ist. Ja, das heißt, der Kern einer Halbnorm ist auch wieder ein Unterraum. Das ist soweit nichts, ja, nichts Schlimmes. Und jetzt müssen wir halt zeigen, dass diese Menge, die hier b genannt ist, zum einen kreisförmig ist, konvex ist, dann ist er nämlich absolut konvex. Und da müssen wir zeigen, dass punktweise das Minkowski-Funktional von b gerade der Halbnorm entspricht, über die wir das Ding definieren. Also ich schreibe das b hier oben jetzt nochmal hin, dann haben wir es zur Not als Fallback. Also b ist gleich alle x aus e, p von x kleiner 1. So, wir fangen mal mit der Kreisförmigkeit an. Also das ist der erste Punkt, b ist kreisförmig. Ja, x in b bedeutet ja nach Definition von b, dass p von x kleiner 1 ist. Und jetzt sehen wir uns mal Alpha in k mit der Eigenschaft, dass der Betrag von Alpha eben auch kleiner gleich 1 ist. Naja, dann ist natürlich p von Alpha x das gleiche wie Betrag Alpha mal p von x. Naja, und Betrag Alpha ist dann kleiner gleich 1. P von x ist kleiner 1, also ist p von Alpha x kleiner 1. Das heißt, Alpha x ist in b und das heißt, Alpha b ist eine Teilmenge in b für Betrag Alpha kleiner gleich 1. Also ist das b kreisförmig. Dann die Konvexität. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie die Konvexkombination ausrechnen. Das ist halt auch genau das, was man sich darunter vorstellt. Ne? Also wir nehmen uns xy aus b, dann nehmen wir uns einen Lambda zwischen 0 und 1. Dann wissen wir ja, p von x, p von y sind jeweils kleiner 1. Das müssen wir gleich prominent ausnutzen. Und jetzt stellen wir einfach p von so einer Konvexkombination dar. Dann kriegen wir Folgendes raus. P von, jetzt nehmen wir so eine Konvexkombination, Lambda x plus 1 minus Lambda y.
Das ziehen wir jetzt zunächst mal mit der Subadditivität auseinander und nutzen gleichzeitig die Homogenität. Beträge können wir uns sparen, weil Lambda ja zwischen 0 und 1 liegt. Also haben wir hier kleiner gleich Lambda mal p von x plus 1 minus Lambda mal p von y. Jetzt ist p von x und p von y jeweils kleiner als 1, also ist das kleiner als Lambda plus 1 minus Lambda. Das ist aber natürlich gerade, weil es eine Konvexkombination ist, gleich 1. Das heißt, Lambda x plus 1 minus Lambda y ist auch wieder in b. Das heißt, das b ist konvex. Also Zwischenstand, b ist absolut konvex. Ne? Konvex und kreisförmig. Noch zu zeigen ist also, und das wird jetzt den Rest des Beweises in Anspruch nehmen, dass das PB, dass das μ b, also das Minkowski-Funktional, gleich der Halbnorm ist, also dass PY gleich μ b von Y ist. Das müssen wir also noch zeigen. Und das machen wir jetzt wie immer. Wir zeigen, also wie häufig in der Analysis, wir zeigen, dass das P von Y ist kleiner gleich μ b und μ b ist kleiner gleich P. Und dann haben wir die Gleichheit. Also erstens, für s größer als p von y gilt ja, dass das s in der Menge aller t größer 0 ist, für die x in tb liegt. Dann ist allerdings das offene Intervall p von y, unendlich, also alles, was größer ist als p von y, automatisch auch eine Teilmenge von t größer 0, x in tb. Das ist aber gerade die definierende Menge, die ja gerade das Minkowski-Funktional festlegt. Das heißt, hiermit haben wir gezeigt, dass das μ b von y, dass das maximal so groß sein kann wie p von y. Jetzt müssen wir also nur noch zeigen, dass p von y maximal so groß ist wie das Minkowski-Funktional. Dafür wählen wir uns ein t-Hut, das irgendwo zwischen 0 und p von y liegt. Und dann gilt natürlich p von t-Hut hoch minus 1 von y, da kann ich jetzt wieder ausnutzen, dass das p ja eine Halbnorm ist. Das ist natürlich das gleiche wie t Hut hoch minus 1 mal p von y. So, und weil ich das t Hut so gewählt habe, dass es kleiner gleich p von y ist, ist das Ganze hier größer gleich 1. Das heißt, wenn ich das jetzt zurückbasiere oder zurückspiele auf die Menge b, dann ist dieses t Hut hoch minus 1 mal y nicht in der Menge b, weil dafür müsste ja die Halbnorm an dieser Stelle kleiner als 1 sein. Wenn aber das t Hut hoch minus 1 y nicht in b ist, dann darf mein t Hut oder ist mein t Hut nicht in der Menge aller t größer 0, sodass x in tb liegt. Das ist klar, das steht hier. Das heißt jetzt allerdings wiederum, weil das t-Hut ja dazwischen beliebig ist, dass auch das ganze Intervall 0 bis py, dass das eine Teilmenge, nicht eine Teilmenge ist von t größer 0, x in tb. Ja, weil ich dieses Argument hier ja für jedes t-Hut zwischen 0 und p von y durchziehen kann. Naja, und das heißt aber gerade nach Definition von dem ganzen Bums, dass p von y damit auch kleiner gleich als μ b von y ist. Ja, das heißt, wenn ich jetzt 1 und 2 zusammensetze, dann habe ich hier stehen, μ b von y ist gleich p von y oder eben andersrum, je nachdem, wie man es aufschreiben möchte. Und damit haben wir gezeigt, dass diese Menge absolut konvex ist mit einem sehr angenehmen, Minkowski-Funktional. Ja, als nächstes werden wir ein paar Eigenschaften des Minkowski-Funktionals sammeln. Und zwar machen wir das in Satz 144. Wenn wir jetzt vom Minkowski-Funktional reden, dann müssen wir natürlich irgendwie in einem Setting den Satz formulieren, in dem das Minkowski-Funktional auch sofort und unmittelbar definiert ist. Das heißt, wir nehmen uns einen Vektorraum. Und wir nehmen uns darin eine konvexe absorbierende Teilmenge. Absorbieren dafür, dass halt das Minkowski-Funktional definiert ist, konvex dafür, dass der Satz funktioniert. Ja, dann gelten folgende Eigenschaften: a,
μ a von x plus y ist zunächst mal kleiner gleich als μ a von x plus μ a von y für alle x, y aus E. Zweitens, μ a von t mal x, das ist das gleiche wie t mal μ a von x für alle t größer 0 und x aus E. Also wir möchten sozusagen hier schon so ein bisschen in die Richtung schießen, dass das μ a unter Umständen selber eine Halbnorm ist. Das passt aber hier noch nicht ganz, weil man müsste eine absolut konvexe Menge haben, um μ a zu einer Halbnorm zu machen. Und das sagen wir gerade aus. Wenn das a jetzt noch kreisförmig ist, ne, in dem Fall ist es ja dann absolut konvex, ne, konvex plus kreisförmig, dann ist unser Minkowski-Funktional selbst eine Halbnorm. Und Halbnormen haben ja ganz nette Eigenschaften, haben wir gerade gesehen. Und dann das Letzte, was wir in diesem Satz stehen haben, ist b, die Menge aller x in E, für die gilt, dass μ a von x kleiner 1 ist. Und ich habe c, das soll sein, die Menge aller x in E, für die μ a von x kleiner gleich 1 ist. Dann gilt in diesen Fällen, B ist eine Teilmenge von A, ist eine Teilmenge von C. Und alle drei Mengen haben das gleiche Minkowski-Funktional. Also μ A ist gleich μ B ist gleich μ C. Das heißt, es kommt beim Minkowski-Funktional nicht drauf an, ob ich ein echtes kleiner schreibe oder ob ich ein kleiner gleich schreibe. Ich kriege dadurch diese Schachtelung. Aber für den Wert des Funktionals ist uns das völlig egal. Und das wollen wir jetzt beweisen. Und der Beweis läuft im Wesentlichen auch darauf hinaus, alle vier Teile zu machen. Allerdings benutzen wir in drei der Teile, glaube ich, eine kleine Vorarbeit. Und die schieben wir jetzt am Anfang mal ein. Vorarbeit. Also, wir nennen mal eine Menge HA. Von x, das sollen gerade sein alle t größer 0, sodass x in ta ist. Das ist also sozusagen einfach jetzt nur eine Kurzschreibweise für die Menge, die gerade das Minkowski-Funktional definiert. Und dann nehmen wir uns noch ein t aus dieser Menge ha von x raus mit s größer t. Also ne, wir nehmen uns dann noch irgendein s, das größer ist als das t. Und jetzt kann man Folgendes ausrechnen. Es gilt nämlich 1 durch s mal x. Das ist das gleiche wie 1 durch s mal t durch t. Wir erweitern einfach mit 1 mal x. Das ist das gleiche wie t durch s. Jetzt verteilen wir das da drauf. Mal x durch t. Und das x durch t, das ist jetzt wiederum eine in A nach Definition. Und jetzt müssen wir noch was drauf addieren. Jetzt müssen wir noch drauf addieren. 1 minus t durch s. Ja, aber warum müssen wir denn was drauf addieren? Wir haben doch da schon eine Gleichheit stehen. Dann nehmen wir hier einfach mal die 0. Na, da ändern wir nichts mit. Aber dadurch erzeugen wir hier eine Konvexkombination. Na, also t durch s und 1 minus t durch s ist gerade so eine Konvexkombination. Das heißt, ich habe hier irgendwas, was eine Konvexkombination Element von Elementen in A ist. Und weil unser A ja konvex ist, ist das wieder in A. Ja, also 1 durch Sx ist in A. Das heißt, nach Definition folgt ist, also wegen, ist S Element von HA von x. Damit folgt dann aber natürlich auch wieder nach Definition der Menge x ist in s mal a. Und damit haben wir Folgendes. Entweder ist HA von x eine Teilmenge von μ a von x, unendlich, wobei μ a dazugehört. Oder HA von x ist eine Teilmenge des offenen Intervalls μ a von x, unendlich. Aber wir können sozusagen nicht drunter fallen. Und diese Erkenntnis, die ist gerade der Schlüssel zum Rest.
Und mit dieser Vorarbeit, da machen wir uns dann jetzt dran, diese vier Einzelteile zu beweisen. Also fangen wir mal an mit A. Ja, nach Definition von μ a existieren zu epsilon größer 0 Punkte S1 in HA von x, S2 in HA von y mit, und jetzt müssen wir das einfach nur hinschreiben, S1 kleiner als μ a von x plus epsilon halbe und S2 kleiner μ a von y plus epsilon halbe. Y, nicht μ. Plupp. So. Das heißt wiederum nach Definition ist S1 hoch minus 1 mal x in A und S2 hoch minus 1 mal y in A. So. Jetzt gilt, dass die Summe S1 durch S1 plus S2 plus S2 durch S1 plus S2 natürlich gleich 1 ist. Und damit können wir uns hier wieder eine Konvexkombination basteln. Womit folgt 1 durch S1 plus S2 mal x plus y ist gleich, jetzt benutzen wir diese Gleichheit hier oben, S1 durch S1 plus S2. Jetzt haben wir uns natürlich hier irgendwo so ein S1 rausgezaubert. Das müssen wir wieder mit einem S1 hoch minus 1 ausgleichen. Dann ziehen wir uns ein S2 her. Das müssen wir wieder mit einem S2 hoch minus 1 ausgleichen. Dann kriegen wir also das hier raus. Und jetzt ist ja A konvex und wir haben hier eine Konvexkombination stehen. Das heißt, das ist wieder in A. Das heißt, S1 plus S2 ist in HA von x plus y. Und das müssen wir jetzt nur mit der Definition von HA wieder zurückschreiben. Nämlich heißt das gerade, μ a von x plus y ist kleiner gleich als S1 plus S2. Und jetzt haben wir ja nach Definition S1 gerade so gewählt, dass das kleiner ist als μ a von x plus y halbe. Und das S2 haben wir gerade so gewählt, dass es kleiner ist als μ a von y plus y halbe. Und wenn wir die y halben aufaddieren, dann bleibt hier hinten ein y stehen. Nun, jetzt schicken wir das y gegen 0. Und dann folgt gerade die Behauptung im Grenzübergang. Ne? Weil durch den Grenzübergang wird das echt kleiner zu einem kleiner gleich. Und damit haben wir die erste Behauptung bewiesen. Einer zu viel. Gut. Also als nächstes wollen wir das Rausziehen von positiven Skalaren machen. Ja, da schreiben wir uns einfach mal ein bisschen was hin. Und zwar wissen wir ja HA von TX. Ne, wir wollen irgendwie TX aus der Halbnorm, also aus dem Minkowski-Funktional kriegen. Naja, dann sollten wir vielleicht irgendwas mit TX betrachten und HA formalisiert das gerade. Das ist jetzt erstmal nichts anderes als alle S größer 0. So dass Tx in S mal A liegt. Das ist aber nichts anderes als, wenn ich jetzt mal wieder mit einer 1 ergänze, T mal S durch T größer 0, für die S durch T hoch minus 1 mal x in A liegt. Ja, das ist einfach hier sozusagen, wir ergänzen dieses t durch t und hier bringen wir es auf die andere Seite. Dann haben wir hier gerade s durch t hoch minus 1 stehen. Ja, und das ist dann aber natürlich nichts anderes. Das t hier vorne darf ich rausziehen. Das ist einfach t mal ha von x. Weil ob hier jetzt ein s durch t steht oder irgendwie ein t, das ist der Definition der Menge ja völlig egal. Na, und damit folgt dann eben gerade die Behauptung, weil damit ist natürlich HA von TX gleich THA von X. Und durch die Definition des HAs ist dann auch μA von TX gleich T mal μA von X. Ja, und wichtig ist natürlich, dass T ist nicht 0. Dadurch ist nämlich dieser Wert hier größer 0. Und das ist überhaupt definiert. Ne? Da muss man halt auch aufpassen. Aber dadurch, dass wir alles größer 0 gewählt haben, kann da nichts passieren. Weil das ist halt gerade alles invertierbar. So.
Genau. Und jetzt wollen wir eben zeigen, wenn wir jetzt noch die Kreisförmigkeit voraussetzen, dann kriegen wir auch tatsächlich eine Halbnorm. Upsi, Entschuldigung. Also H2, das folgt jetzt natürlich sofort aus A. Ne, das ist ja genau das. Und noch zu zeigen ist also Folgendes. Μ a von Alpha x muss gleich sein Betrag Alpha mal Μ a von x. Und zwar für alle Alpha aus k. Also nehmen wir uns mal so ein Alpha aus k. Beliebig. Dann wissen wir, okay, unser a ist kreisförmig. Das war ja gerade die Voraussetzung, die wir zusätzlich getroffen haben jetzt. A ist kreisförmig. Das heißt, wenn ich mein Alpha passend skaliere, kann ich Alpha durch Betrag Alpha hoch minus 1 Alpha hinschreiben, a hinschreiben, und das ist dann das gleiche wie a. Das ist die Kreisförmigkeit ausgenutzt. Das heißt, ich kann jetzt aber auch μa betrachten von Alpha durch Betrag Alpha x. Das machen wir auch direkt mal. Also wir betrachten μa von Alpha durch Betrag Alpha x. Das ist ja dann das Infimum über t größer 0. Ja, so dass Alpha durch Betrag Alpha x in t mal a liegt. Ja, das ist einfach die Definition des Minkowski-Funktionals mit Alpha durch Betrag Alpha statt 1. Das schreibe ich jetzt um. Das ist das gleiche wie das Infimum aller t größer 0, sodass 1 durch t x in a liegt. Ja, wir erinnern uns, das hier hat Betrag 1, wenn wir so möchten. Das heißt, es ist uns für das Infimum relativ egal, ob wir es da vorschreiben oder nicht. Und dann kriege ich hier dieses 1 durch t durch Skalierung raus. Das ist gleich μ a von x. Ja, also verschwindet mir sozusagen das Alpha durch Betrag Alpha, wenn ich das hier richtig einskaliere. So, und was ich jetzt mache, ist natürlich, okay, dann sage ich μ a von Alpha x. Das ist ja das, was ich ausrechnen möchte. Das ist gleich μ a von Alpha durch Betrag Alpha. Jetzt muss ich das natürlich mit dem Betrag Alpha ausgleichen. Und das Betrag Alpha hier, das darf ich ja rausziehen. Das ist ja gar kein Problem, weil ich ja weiß, dass der Rest, also weil ich ja hier die Kreisförmigkeit ausnutze. Weil die Mengen halt gleich sind. Und da weiß ich, dann bleibt Alpha durch Betrag Alpha x stehen. Und das ist das gleiche wie μ a von x. Und damit habe ich, dass das μ a dann in diesem Fall der Kreisförmigkeit der Menge a tatsächlich eine Halbnorm ist. Gut. Und jetzt wollen wir eben noch zeigen, dass zum einen wir diese Inklusionskette hinkriegen zwischen a, b, c und zum anderen, dass die Dreier wirklich das gleiche Minkowski-Funktional haben. Und das machen wir wie folgt. Wir fangen mal mit den Inklusionen an. Das ist nämlich ja das Kürzere, sag ich mal. Also wir nehmen uns mal ein x in b. Dann ist nach Definition ja das Minkowski-Funktional μ a von x kleiner als 1, nach Definition der Menge. Unsere Vorüberlegung Sternchen sagt uns dann, dass 1 in HA von x liegen muss. Und das sagt uns dann wiederum nach Definition, dass das x auch in a liegt. Also haben wir b ist eine Teilmenge von a. Nun, das ist die erste. Jetzt nehmen wir uns mal einen x in a. Gut, dann wissen wir, 1 liegt in HA von x. Nur nach Definition, streng geordnet. Das heißt aber nach der Definition von HA, dass das μ a von x kleiner als 1 ist. Das heißt aber, x ist in c, ja, weil damit ist es ja auch kleiner gleich 1. Ja, und damit haben wir dann, a ist eine Teilmenge von c. Und das sind diese beiden Inklusionen. Mehr müssen wir da gar nicht für machen. Ne? Also, wichtige Feststellung jetzt. Wir haben gerade gezeigt, dass b eine Teilmenge von a eine Teilmenge von c ist. Das heißt, also da das gilt, folgt, dass die entsprechenden Mengen hb von x, HA von x und HC von x in genau dieser Reihenfolge ebenfalls ineinander liegen. Das ist dann aber natürlich gleichbedeutend zu μ A, also μ B von x
kleiner gleich μ a von x, kleiner gleich μ c von x. Jetzt müssen wir also noch zeigen, ja, man könnte jetzt natürlich zeigen, dass hier die beiden Ungleichungen nicht gelten. Wir zeigen aber einfach, dass μ b von x das gleiche ist wie μ c von x. Da muss ja μ a von x auch das gleiche sein nach dem Einschlusskriterium. Das können wir natürlich noch ein bisschen umschreiben. Wir zeigen einfach, μ c von x ist kleiner gleich μ b von x. Wenn wir das zeigen können, dann sind wir fertig. Also das ist noch zu zeigen. Jo. Also μ c von x ist ja ein Infimum. Nach Definition. Das heißt, es existiert, na, andersrum, zu Epsilon größer 0 existiert ein S aus hc von x mit der Eigenschaft S ist kleiner als μ c von x plus das Epsilon. Das ist einfach nochmal hingeschrieben, was ein Infimum ist letzten Endes. Wenn ich das aber weiß, dann kann ich sagen, okay, S hoch minus 1 mal x ist ein Element in C. Nicht in dem C. In der Menge C. Das ist ein Element in C. Und das heißt natürlich, dass das Minkowski-Funktional von S hoch minus 1x nach Definition der Menge C kleiner gleich 1 ist. Das ist einfach die Definition ausgenutzt. Jetzt existiert dann natürlich ein T größer 0. So dass S kleiner T kleiner μ c von x plus Epsilon. Ich kann hier, weil das eine echte kleine Relation ist, kann ich noch immer einen T zwischenpacken. Und jetzt rechne ich aus, dass μ a an der Stelle t hoch minus 1 x, das ist gleich μ a von t hoch minus 1 mal s durch s, mal s durch sx, also ich schmuggle wieder eine 1 rein. Jetzt ziehe ich das s durch t raus, das darf ich ja machen, weil ich ja den Teil c habe sozusagen. Und dann bleibt noch stehen, das μ a von t hoch minus 1x. Naja, und das ist ja kleiner als 1 nach Definition der Menge. Das heißt, mein t hoch minus 1x ist in b. Nochmal kurz geguckt, wie das b definiert war. Irgendwo haben wir es. Hier das b. Das war ja gerade μ a von x ist kleiner 1. Das haben wir gerade nachgerechnet für diesen speziellen Punkt. Für t hoch minus 1x. Das heißt, t hoch minus 1x ist in b. Wenn t hoch minus 1x aber in b ist, dann heißt das nichts anderes, als dass das t in hb ist von x. Und das wiederum heißt nichts anderes, als dass das Minkowski-Funktional μ b von x definitiv kleiner gleich t ist. Und genauso sind die Dinger definiert. Das heißt, mein μ b von x ist kleiner gleich t, ist kleiner gleich als μ c von x plus Epsilon. Das haben wir jetzt gezeigt. Und jetzt schieben wir das Epsilon wieder gegen 0 und erhalten damit dann die gewünschte kleiner gleich Aussage. So, μ c von x kleiner gleich μ b von x, das haben wir ja oben schon stehen gehabt durch die Inklusion der zugehörigen H-Mengen. Und damit haben wir, dass diese drei Mengen tatsächlich das gleiche Minkowski-Funktional stiften. So, entgegen der normalen Konvention mache ich ein ganz kurzes Pre-Intro sozusagen bei diesem Teil. Da liegen jetzt im Prinzip ein paar Wochen zwischen. Ich habe mir nämlich in der Zwischenzeit ein neues Grafiktablet bestellt, mit dem ich jetzt hier wirklich auf einem wirklichen Display arbeiten kann. Das heißt, ab jetzt wird hoffentlich die Schrift nochmal einen Ticken feiner und ich kann besser aufnehmen, weil ich keine Krämpfe mehr in der Hand kriege von längerem Schreiben. So, das nur als kleine Bemerkung vorweg. Ansonsten machen wir inhaltlich hundertprozentig da weiter, weil wir letztes Mal aufgehört haben. Das heißt, wir machen weiter mit Satz 1, 4, 5. Der wendet sich jetzt so ein bisschen der Erzeugung lokal konvexer Räume zu. Und zwar in der Hinsicht, dass wir aus einer vorgegebenen Nullumgebung mit bestimmten Eigenschaften eine punktetrennende Familie
stetige Halbnormen auf E erzeugen können. Und das machen wir wie folgt. Wir nehmen uns mal einen Vektorraum E. Achso, ein Wort noch. Ihr seht jetzt hier diesen Mauszeiger mit. Das ist meine beste Möglichkeit momentan, das hinzubekommen, weil ich habe OBS noch nicht davon überreden zu noch nicht davon überreden können, dieses Display auch als Display zu erkennen. Ich arbeite aber noch dran. Also wir haben einen Vektorraum E, dann haben wir eine Nullumgebungsbasis B. Die soll bestehen aus absolut konvexen offenen Mengen. Das ist ja keine Einschränkung nach dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Also aus absolut konvexen offenen Mengen. Das ist also irgendeine NUB mit spezifischen Eigenschaften, die wir hier haben. Naja, und dann sagt dieser Satz jetzt, dass wir daraus die Familie P gewinnen können, indem wir Folgendes machen. Wir nehmen uns einfach die Minkowski-Funktionale auf Mengen U aus dieser Nullumgebung. Und der Satz ist jetzt, dass diese Menge eine punktetrennende Familie ist. Aber nicht nur das, sondern es ist sogar eine punktetrennende Familie stetiger Halbnormen. Und als solche eben gerade ein geeigneter Kandidat für die Erzeugung. So, das wollen wir beweisen. Und das ist jetzt im Vergleich zu dem technischen Kram vorher tatsächlich recht angenehm. Wir gucken einfach mal. Wir nehmen uns zunächst mal, also erster Beweisschritt, nehmen wir uns erstmal ein U aus B raus. Also irgendeine Nullumgebung aus dieser Nullumgebungsbasis. Dann wissen wir ja nach Voraussetzung, dass dieses U eine absorbierende Menge ist, weil es ja in der Nullumgebung drin liegt. Also in dem präsentierten Setting. Nach Voraussetzung, weil wir absolut konvexe offene Mengen haben, wissen wir dann sogar, dass U konvex und kreisförmig ist. Das ist einfach nur die Voraussetzung, dass wir absolut konvex haben. Schreiben wir nochmal aus, was absolut konvex in unserer Definition hieß. Das hieß einfach konvex und kreisförmig. So, naja, wenn wir das haben, können wir aber unseren vorigen Satz 144 anwenden. Und zwar in folgender Art. Wir wissen dann nämlich, für konvexe und kreisförmige Mengen ist das μ u, also das Minkowski-Funktional auf unser u, das ist ja gleichzeitig ein Element in p, da wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass das eine Halbnorm ist. Ist Halbnorm, ja, für alle u aus b, also das ist unabhängig von der Wahl der spezifischen Nullumgebung, das gilt dann tatsächlich für alle. So, das ist der erste Schritt. Das heißt, jetzt haben wir schon mal rausgefunden, dass das U tatsächlich eine Halbnorm ist. Also das ist hier sozusagen der wichtige Teil. Jetzt wollen wir als nächstes zeigen, dass das Ding, also dass das P punktetrennend ist. Das ist der zweite Schritt. Wir nehmen uns dazu erstmal einen X aus E. Und zwar das so, dass das X ungleich 0 ist. Und damit wir jetzt die Punktetrennungseigenschaft nachweisen wollen, müssen wir jetzt ein konkretes μ u aus p vorführen, sodass μ u angewandt auf x auch nicht 0 ist. Das ist die Punktetrennungseigenschaft. Jetzt nehmen wir uns also erstmal, also aus dieser Voraussetzung hier, existiert natürlich erstmal eine Nullumgebung, sodass x nicht in u ist. Und gleichzeitig gilt, dass μ u von x größer gleich 1 ist. Und das ist legitimiert dadurch, dass ja 1 nach dieser Voraussetzung hier gerade in dieser Menge HU von X ist, die wir vorher mal irgendwann definiert haben. So. Dann gilt aber natürlich, wenn μU von X größer gleich 1 ist, natürlich auch automatisch, dass μU von X ungleich 0 ist. Ne? Das ist ja ganz logisch. Dementsprechend haben wir hiermit, dass das P tatsächlich eine punktetrennende Familie ist. Das heißt, hier steckt jetzt drin die zweite Eigenschaft, die wir haben wollen. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass diese Halbnormen tatsächlich auch stetig sind. Dann haben wir den Satz bewiesen. Dann machen wir folgendermaßen. Also sei x aus u. Dann wissen wir ja, u ist offen.
Ja, das heißt, wir können so ein bisschen den gleichen Trick anwenden wie immer. Das heißt nämlich, es existiert ein t größer 1. Ja, sodass x in t hoch minus 1 von u oder t hoch minus 1 mal u, und das ist eine Teilmenge u ist. Also das heißt, wir nehmen, wissen x ist in u, dann können wir noch irgendwas Kleineres dazwischen legen. Also wir haben hier irgendwie sowas als u. Dann haben wir x da drin und dann finden wir irgendwie so eine skalierte Version t hoch minus 1 u, sodass das noch komplett drin liegt, ne? Das ist jetzt nichts Neues. Dann wissen wir aber auch sofort, okay, μ u von x muss dann kleiner als 1 sein. Na, so ist das Ding nämlich dann gerade gebaut. Und jetzt nehmen wir uns mal ein Epsilon größer 0. Also jetzt machen wir mal wieder einen klassischen analytischen Schluss. Und dann rechnen wir einfach die Epsilon-Delta-Stetigkeit sozusagen nach. Also sei nun Epsilon größer 0. Und wir nehmen uns zwei Punkte xy aus E raus. Ja, so dass, und das ist jetzt sozusagen das Delta, so dass x minus y in Epsilon mal u gilt. Ja, dann müssen wir aber, wenn wir den Betrag ausrechnen von μ u von x minus μ u von y, dass das gerade kleiner gleich ist als μ u von x minus y. Das ist eine der Eigenschaften des Minkowski-Funktionals. Jetzt liegt x minus y aber in Epsilon u. Das heißt, das Minkowski-Funktional hier ist tatsächlich kleiner als Epsilon. Naja, und das ist gerade die Stetigkeit von μ u. Naja, und damit, wenn wir das jetzt zusammenfassen, haben wir sozusagen gerade alle Sachen fertig, ne? Wir haben, gehen wir nochmal hoch. Was wollten wir denn eigentlich zeigen? Wir wollten zeigen, dass das eine punktetrennende Familie ist. Das haben wir gemacht. Stetiger haben wir gemacht. Halbnorm haben wir gemacht. Also ist der Satz damit bewiesen. Oh, das läuft gar nicht. Ha, Mensch, da muss ich trotzdem noch die Maus von innen. Na gut, das kriegen wir hin. Und damit sind wir hier mit dem Beweis eben auch fertig.